Heute ranken wir einmal die unvergesslichsten Anime-Waifus in ganz Yu-Gi-Oh! Und ich habe extra Waifus gesagt, damit es halt so richtig Oldschool-Boomer-mäßig klingt. Ich habe den Anime in 20 Jahren nicht mehr gesehen. In dem Fall ist für mich wieder spannend, wie von den Charakteren ich überhaupt kenne. Hier ist unser Ziel ist, wir haben S-Tier für, kann ich mich nicht erinnern, fand ich einen coolen Charakter, Waifu-Material. A-Tier ist, ich kann mich daran erinnern. Ist okay. B ist, ich erinnere mich, mehr weiß ich nicht. C ist schon mal irgendwo gesehen. D ist, keine Ahnung, kein Plan. Und F ist, kann ich mich nicht erinnern und finde ich furchtbar. Fangen wir doch mal an mit einem ganz klaren S-Tier. Und das ist einmal Akiza. Denn an Akiza können wir uns alle erinnern. Akiza ist die nette Dame, die den schwarzen Rosendrachen beschworen hat und gesagt hat: Boom, nuke das ganze Feld. Diese Psycho aus 5Ds, die so irgendwelche Dornen so beschworen konnte. Also crazy. Cooler Charakter, cooler Drache, coole Karten. Und jetzt kommen wir schon zu der nächsten hier. Die hier. Ich habe keinen Plan, wie die heißt. Lass mich unten wissen. Ich weiß wirklich nicht. Die sieht halt ziemlich generisch aus, ne? Ich habe die noch nie gesehen. Ja, mein Gott, ne? Alexis, Best Girl. Wenn wir da sprechen, es war, glaube ich, die einzige namentlich genannte Charakterin aus GX neben Blair. Und ich glaube, zu Blair kommen wir wahrscheinlich auch noch. Da habe ich eine ganz witzige Sache zu erzählen, aber kommen wir gleich zu. Dann haben wir einmal die hier. Nach dem Artstyle würde ich schätzen, wahrscheinlich Sechsel. Die sieht ein bisschen aus wie ein Saiyajin. Straight F-Tier. Mag ich gar nicht. So, die hier habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, das ist der Charakter, der irgendwie Blue Angel in Link Reigns war. Ich könnte mich aber auch komplett irren. Schreib es mal in die Kommentare. Die hier, an die kann mich auch nicht erinnern. Aber ja, die ist halt Standard, ne? Oh ja, das hier, das war die Lehrerin, ne? Das war die Lehrerin mit den großen Bubas aus, aus GX. Mehr weiß ich von der allerdings nicht. Ich weiß nicht, ob die ob jemals ein Duell gespielt hat. Dann haben wir einmal hier Blue Angel. Das ist doch Blue Angel, ne? Das heißt, dass die die Trickster gespielt hat, ne? Ich packe mal dahin, weil ich mich ungefähr an die erinnern kann. An die habe ich gar keine Erinnerung. Wahrscheinlich aber auch, wenn ich das Optimum gucke, wahrscheinlich auch Link Reigns. Die sieht aber ja, super generisch aus, ne? Das ist nichts Dramatisches. Aber hier mal Blair. Und Blair kommt in Ace hier. Blair ist irgendwie cool. Bei Blair ist irgendwie funny. Die war in einer Staffel, war die drin. Da war die so 10 oder so. Ne? So fast wie ein Junge, so ein ganz kleiner Junge da, der Bub, ne? Wo ich eigentlich wusste, ist das ein Mädchen oder nicht. Dann kam die eine Staffel später wieder und sah so aus. So. So quasi mit Brüsten und alles. Ich mir so, was da passiert? Aber an die erinnere ich mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, was die Karte gespielt hat. Ich glaube, die hat gar keine Karte gespielt. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das irgendwie ganz cool, dass sie wieder zurückgekommen ist. Mit Jaden war irgendwie ganz witzig. Oder war das Blue Angel? Ist das nicht der gleiche Charakter? Die sehen eher so gleich aus. Ich packe die mal mit hier runter, habe ich schon mal gesehen. Genau wie die. Ich habe nämlich keinen Plan, ob das wirklich Blue Angel ist, weil die sehen einfach alle gleich aus. Dann haben wir einmal. Ah, Kamula. An den nennen wir uns auch alle. Das ist der tolle Vampir-Antagonist, die Crowley vernichtet hat und in diese tolle Puppe gesteckt hat. Wer kennt's nicht? Dann haben wir als nächstes. Einmal Kali. Kali ist schon cool. Die hat ja im Anime diese Katzenkarten gespielt. Und ich mag halt dieses, ja, diese Trope aus dem Anime, diese Brille mit den komischen Kreisen drin. Ich finde das irgendwie ganz cool. Ne? Ist jetzt nicht so, man denkt, oh mein Gott, voll cool. Aber der Charakter selber war halt ganz cool. Also von daher sage ich nicht nein zu. Ja. F-Tier. Ich kann mich an den Charakter gar nicht erinnern. Scheint aber irgendwas mit Katzen zu tun zu haben. Vielleicht hat die auch so Katzenkarten gespielt wie die hier. Nee, Kali hat Schicksalsdamen gespielt. Ne, stimmt. Dann haben wahrscheinlich die Katzen gespielt. Ja, aber ich erinnere mich halt nicht dran. Ne? Aber Kali auf jeden Fall ein cooler Charakter. Die sagt mir gar nichts. Ist auch ein weirdes Design. Aber ist halt Yu-Gi-Oh! Oder dürfen die Designs auch ein bisschen weird sein. Dark Magician Girl. Ich pack die mal hier hin. Ich finde, Dark Magician Girl ist fein. So ist halt. Das weibliche Bossmonster vom Dark Magician von Yugi, aber das war es halt auch schon für mich, ne?
haben wir einmal die hier. Die sieht echt creepy aus. Holy. Ich habe keinen Plan, wer das ist. Die sieht einfach creepy aus. Ich packe die mal hier runter in D-Tier. Weil die halt schon, ja. Ja. Ich lasse mal hier kleine, die kleine hier vorne. Guck mal, was noch kommt. Ja, was fällt aus wie ein Typ. Ich habe auch keinen Plan, wo die herkommt. Sieht auch ein bisschen 5D-mäßig aus, mit dem Gefängnis oder so, ne? Ja, kommt auch hier unten hin. Kein Plan. Das ist, glaube ich, die Alter Geist gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere, in dem Link Brains. Das heißt, die kommt hier zu... ja, habe ich schon mal gesehen, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie die heißt. Ich weiß nur, dass die, ich glaube, das war die Alter Geist gespielt hat. Und dann wird wahrscheinlich das hier, ja genau, das ist ihr alter Ego dann, ne? Also das heißt, das ist der Charakter in der normalen Welt und das ist halt der Charakter halt in Link Brains, ne? Haben wir als nächstes hier. Wop. Nie gesehen, ganz weird. Ganz weirde Feelings dabei. Oh ja, ich hab die schon mal gesehen. Das ist die aus Agui. Eine von den Ladies. Denn es gibt ja irgendwie mehrere davon, weil die ja die verschiedenen Dimensionen haben. Die gibt es auch, ich weiß nicht, wie die heißt, Susu oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe sie schon mal gesehen. Auch noch nie gesehen. Keine Ahnung, kommt für mich auch in D-Tier. Die ist halt ganz okay so. Ja, kann ich mitleben. Also könnte ich mitleben, sagen wir mal so. Haben wir einmal nochmal hier. Ja, ist auch generisch. Nie gesehen. Boah. Alter, wie viele weibliche Charaktere gab es denn, die ich schon nie gesehen habe? Ich habe ja auch. Ich habe jeden Anime mal irgendwie ein bisschen gesehen. Zumindest auch sechs ein bisschen durchgeguckt. Aber das ist auch schon Jahre her mittlerweile. Sagt mir gar nichts. Finde ich aber auch ein bisschen weirdes Design mit den. Erinnere mich ein bisschen an die Herzkönigin von Alice im Wunderland. Ja, Ishizu. Ich hieße Beste. Nichts dagegen. Richtiger Flair. Hat quasi die komische hier Krone oben drauf. Und hat die Halskette so schön passend gemacht. Ja, also. Wissen wir Bescheid, ne? Hier richtig schön ägyptisch. Oh, guck mal, das war hier die aus Obelisk Blue. Die quasi neben Alexis immer rumgerannt ist. Ich habe keinen Plan, wie die heißt. Aber die habe ich schon mal gesehen, ja. Ist auch wieder so ein Saiyajin, ist auch wieder Sechsel. Kisara ist Best Girl. Kisara kommt sogar hier neben Akiza. Ich pack sogar mal hier Ishizu vor Alexis, ne? Aber Kisara, er kennt's nicht aus der Storyline mit Kaiba, die dann quasi Kisara findet, die zum weißen Drachen wird. Also auch ein cooler Charakter. Hier, guck mal, das ist die andere davon. Ne? Das ist hier die andere von hier Aki in der anderen Dimension. Mehr weiß ich nicht. Ja, die sieht auch wieder super generisch aus. Die sieht ein bisschen crazy aus. Ich pack die mal hier runter. Why not? Mai. Ich muss fairerweise sagen, ich habe für Mai nie viel übrig gehabt. Ich fand Mai jetzt nicht so einen spannenden Charakter. Ich fand diese ganze Interaktion mit Joy immer so, ja, mein Gott, ne? Ich habe immer auch das Gefühl gehabt, dass Mai auch mal viel zu alt war für alle anderen. Vielleicht auch nur mein Gefühl. Aber Harpien sind irgendwie ein cooles Themendeck, auch wenn ich diese halbnackten Frauen nicht ganz so feiere. Aber ich finde das Themendeck selber gar nicht so verkehrt. Maya, muss ich sagen, fand ich einen besseren Charakter sogar als The Magician Girl. Weil der einfach in der Staffel halt cool war. Also war ein cooler Charakter. Ne? Und das Outfit halt schön umgesetzt in so ein normaleres Outfit, von dem es hier als Zauber ist. Also fand ich auch cool gemacht. Oh, die habe ich schon mal gesehen. Auf jeden Fall rote Augen. Kommt hier DT Hot. Finde ich ganz nice. Also ich habe die schon mal gesehen. Ich weiß, ich könnte jetzt nicht zuordnen, wo ich sie schon mal gesehen habe, aber irgendwo habe ich sie schon mal gesehen. Die sagt mir gar nichts. Cool. Das ist irgendein Anime-Girl. Scheint auch GX zu sein, aber auch nur aus dem Manga. Ja, ist halt ziemlich generisch. Ich pack die mal hier rüber. Ja, ich pack die mal hier rüber.
Die sehen ein bisschen aus, als ob die gar nicht dazugehören. Ne? Guck dir mal den ganzen Rest von dem Arztteil an. Die sehen ein bisschen aus wie Bulma von Dragon Ball. Passt irgendwie gar nicht hier rein. Das war irgendeine Sekretärin, glaube ich, ne? Also, die habe ich auch schon mal gesehen. Ich weiß nur nicht, in welchem Kontext das war. Ob das in Link Reigns war oder ob das in 5Ds war, wo die irgendeine Sekretärin gewesen ist. Ja, das ist halt die andere. Hier, das heißt der Counterpart von der. Den ballert super generisch aus, aber die habe ich halt schon mal gesehen. Die sagt mir, also die hier, die sagt mir gar nichts. Deswegen kommt die auch hier unten. Ich kann nicht viel zu der sagen. Ich sehe halt nur die Hälfte vom Gesicht. Ich habe das Gefühl, die müsste ich kennen. Aber ich kenne die nicht. Nee, oh, bitte nicht, nee, nee. Also wir haben aktuell, ne, ich kenne die Charaktere so, ja, schon mal gesehen, das war's und der Rest ist halt so gar kein Plan. Ich habe noch nie gesehen, ist auch super generisch wieder, ne. Ich schmeiß die mal hier runter, ja, einfach unten rein. Sieht irgendwie cool aus. Kommt auch mal hier rein. Why not? Das ist wahrscheinlich wieder einer von denen hier, ne? Haben wir einmal Serenity. Serenity ist für mich B-Tier. Ich fand den Plot von ihr eigentlich ganz cool mit dem, oh ja, ich kann es wieder sehen, oh, ich sehe zum ersten Mal meinen Bruder und so. Das ist eigentlich ganz, ganz süß, ne? Auch die Motivation von Joey. Viel mehr gibt es zu dem Charakter, aber eigentlich auch nichts zu sagen. Es ist halt ein sehr simpel geschriebener Charakter. Dann haben wir noch einmal Thea. Wo habe ich sie? Da, Thea. Ich hatte nie viel für Thea übrig. Ich finde, ja. Ich glaube, ich pack Mai so mal, sogar mal daneben. Ja, nee, ich fand Mai schon interessanter als Thea, weil Thea war halt so, ja, die war halt da. That's it. Mehr hat sie nicht gemacht, aber sie war halt da. Ne? Ich glaube, es wäre cooler gewesen, hätte Thea mehr zu tun gehabt. Ich finde die Favorite Karte von Thea, das ist ja Magician of Faith, eine ganz coole Sache. Ich mag Magician of Faith auch, also coole Karte. Das ist aber das Einzige, was sie halt für sich hat, was ganz cool ist. Und die letzte, die ich hier drauf habe, ist einmal die hier. Die kommt auch im B-Tier rein. Das ist, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Carla oder so, ich weiß nicht mehr. Das ist auf jeden Fall die, die im. Die Gladiatorin, die gegen Bastion duelliert hat und gewonnen hat. Und dann hat Jayden mit ihr duelliert und die hat halt, ich glaube, Gladbeast gespielt. Ja, das ist meine Tierlist zu den unvergesslichen Waifus aus Yu-Gi-Oh! Die Hälfte habe ich noch nie gesehen. Aber ich glaube sogar weniger als die Hälfte. Ich glaube, die meisten habe ich, also ich glaube, den Großteil habe ich schon mal gesehen. Und oben, ne, Best Girls, Kisara, Akiza, Ishizu und Alexis. Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Rank mal, wie seht ihr das? Bin ich komplett los, dass ich die ganzen Charaktere nicht kenne? Schreibt es mir in die Kommentare. Ciao.